Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Wir befinden uns immer noch in Dungeon hier, im Außenposten, und haben 80% entdeckt. Und wie wir sehen können, könnten wir jetzt da reingehen zu dem Endboss. Das machen wir allerdings nicht. Wir beamen uns einmal. Wir beamen uns einmal woanders hin. Und zwar hier runter und erkunden nochmal da alles, würde ich sagen. Denn da haben wir dann noch nicht den oberen Bereich erkundet. Und das wäre ja fatal, wenn wir das nicht machen würden. Mal gucken, wie man am besten nach oben kommt. Das ist die Frage. Da sind wir ja schon durchgelaufen, da kommen wir in einen anderen Bereich. Gibt es einen Weg hier oben längs? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Müssen wir gucken. Muss hier auf jeden Fall noch einen Weg geben. Oh, mal was rum. Weil sonst würde es ja keinen Sinn mehr geben. Hier gehen wir eine Treppe hoch. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Guck mal, wo es da hingeht, kurz. Weiß nämlich auch nicht. Ja, sind wir schon mal richtig. Gut, dass die Gegner nicht wieder auftauchen, also ist eigentlich ganz nett. Das wäre sonst ein bisschen fatal auch. Dann müssen wir hier hoch, ne? Ja, genau. Warum haben wir nämlich noch nicht alles erforscht? Wie man sieht, das sind noch einige Sachen, die man einsammeln kann. Genau. Und das machen wir als erstes, würde ich sagen. Schlacht! Okay, drei Gegner. Das war natürlich auch nicht so gedacht. Aber die machen wir im letzten Menü dann zwar. Hier mit. Ja. Und hier nehmen wir so. Los jetzt. Betäubt, sehr gut. Besser. Ich konnte ihn sowieso nicht leiden. Auch ein geiler Spruch. Nicht ihr, ich bin's. Okay. Auch mein Tank kannst du eh nichts anhaben. Spaß. Wir machen den, glaube ich, mal so fertig. Das Problem ist, dass ich auch ein bisschen Mana noch brauche nachher. Und vielleicht kommen wir ja doch auf 800 hier im Dungeon. Wir müssen ja auch nichts Großartiges machen. Also uns heilen oder so. Geht mich auch so. Okay, gehen wir erstmal hier. Ein. Da kommt der Stärke. Küssen. Okay. Warte, hier ist auch noch was. Tagebucheintrag. Andere Soldaten haben mit General seit dessen Rückkehr geredet und quasi etwas, von dass er sich verändert hat. Wir haben einige Kämpfe erlebt, aber vielleicht war es bisher ruhig. Der eiserne Außenposten ist im Laufe der Jahre so ausgebaut worden, dass sich jeder Angreifer, der es schaffen würde, als im Inneren verirren würde. Sogar mir kommt er jeden Tag verändert vor und ich bin schon seit 10 Jahren hier. Vielleicht ist es auch nur der Wahnsinn, der mich langsam überkommt. Dennoch, ich kann es Xavier nicht verdenken, dass er sich verändert hat. Wenn es denn so ist, nicht nach allem, was er vermutlich durchgemacht hat. Dessen ungeachtet habe ich nicht vor, es persönlich herauszufinden. Ich wahre Distanz. Carlos. So. Ein eigentümlich leuchtendes Becken posiert für Dunkelenergie. Mitten daran seht ihr irgendeinen Schatz, Schwachpunkeln, was tun. Mal erstmal inspizieren. Und danach greifen sofort oder inspizieren? Wir greifen sofort danach.
Okay, dann gucken wir, dann inspizieren wir es jetzt. Irgendein korrupter Dunkler jetzt dehnt sich periodisch aus und zieht sich wieder zusammen. Zwar folgt der Vorgang einer bekannten Rhythmus, doch weckt er dennoch Unbehagen in euch. Okay, warte mal. Wir warten, bis es weg ist. Geschickt angelt ihr euch den Schatz. Immer küssen, Eisener Ring. Ja, super. Hat sich wieder richtig gelohnt. Na gut, gucken wir mal rein. So. Also wie viele von den gleichen Kram jetzt. Aber der Stärketrank ist gar nicht so schlecht. Wo können wir noch da hinkommen? Ob hier ist nicht mehr. Wir können da oben jetzt trotzdem. Oh, warte mal, hier ist noch eine Kiste. Die nehmen wir noch mal. Oh, alles mitnehmen, was wir finden. Gucken wir noch was. Oh, guck mal hier. Heilkräuter, schwach leuchtendes Pulver. Fetzen. Also das ist ja ein Buch hier, was ist anscheinend nicht. Gut. Na gut, haben wir einiges ja noch gefunden. Nicht, dass, nicht so das Erhoffte, was man sich wünscht zu finden. Aber immerhin. Können wir unsere Ausrüstung ein bisschen stärken. So. Jetzt müssen wir jetzt zurück. Wäre alles durchforstet. Obwohl da unten haben wir noch nicht fertig gemacht, sehe ich gerade. Da nochmal rein. Haben wir da auch nicht da oben drin? Doch. War ein Gegner, aber die haben wir doch platt gemacht, oder bin ich verkehrt? Wenn nicht, gehen wir da auch noch rein. Alle Gegner mitnehmen. Achso, die haben wir. Okay, warte. Die können wir aber mit. So, jetzt haben wir die erwischt, ich weiß es nicht. Wir sind betäubt, das ist doch perfekt. Okay. Sein, oder? Ah, ja, nicht. Verdammte Axt. So, haben wir ein bisschen Kraftreserve gesammelt. Okay, machen wir erstmal das Ding hier vorne platt, würde ich sagen. Ah, nicht ganz tot gegangen. Scheiße. Oder der Enes. Okay, und hier. Bei ihn zu oben killen. Und er hat leider noch eine Chance anzugreifen, glaube ich. Leider nicht. Ich noch ein bisschen. Und. Oh, hat mich kaputt gemacht. So eine Drecksau. Ah, was? Ist überlegt, oder? Oh. Das geht leider. Ich muss ihn leider heilen. Den hier auf jeden Fall. Dann habe ich da mich schon mal ein bisschen aufgeholt. Wir müssen hier ein bisschen. Könnte natürlich töten, aber dann könnte ich ihn nicht mal heilen. Aber das machen wir hier. Yay!
Holen wir uns den zurück. Warum ist er geheilt? Ah ja, ganz voll geheilt. Okay, aber das macht nichts. Denn dann könnte er nochmal die heilende Welle bei ihm hier anwenden. Ah, müssen wir leider töten. Das Doofe ist. Würde er gleich nochmal zuhauen. Das geht halt nicht. Doof. Na gut. Aber guck mal, wenn wir noch einen Gegner besiegen, könnten wir noch einen finden. Dann würden wir alle aufsteigen und hätten volle Sachen wieder für den Finalkampf. Die ist hier, glaube ich, gar nicht mehr zu finden, oder? Nee, da unten ist noch ein kleiner Gegner, den können wir uns noch holen. Das machen wir. Hier ist irgendwo noch so ein Leuchtding, da müssen wir mal hin, dann können wir uns direkt dahin beamen. Ne, beamen wir uns zu dem hier. Und das muss ja dann hier unten sein. Na gar nicht, woanders hin sein. Dann gehen wir da mal links. Gucken wir mal. Ach, dann. Die sind richtig erwischt. Aber die sind nicht so groß, die Gegner. Doch, die Spinne habe ich erwischt. Geil. Okay, also. Du kannst als erstes mal mit dem Flinkenstreich die Spinne killen. Und. Du haust da mal rein. Und du heilst nochmal. Guck mal hier unten. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir ihn in Spaß zu machen. Wollen wir nicht komplett killen? Das macht aber nichts. Alter, was hat der denn für einen? Wahrscheinlich. Okay, wenn man den vorher gekillt hätte, dann würde er natürlich ein bisschen Schaden auf die Spinne geben. Aber. Oh, super. Alle Heldenvorteile erschlossen. Okay, guck mal, was das ist. Fellfetzen, wie die Teile, grobe Wollfetzen, Spinnenseil. Oh Gott, noch eine Spinne, warte. Müssen wir noch holen, die Gegner. Da ist noch irgendwie eine Werkzeugbank oder was. Häuptern. Okay. So, da geht auch noch drauf. Ich bin nicht beeindruckt. Hier bin ich auch nicht. Du bist sehr schwach, ihr Spacken. Das macht nichts. Wieder ein Buch. Nur an befehlte Offiziere. Sobald unsere Truppen Kriegeru evakuiert haben, gehen die Mana-Nutzer rein, um das Artefakt zu untersuchen. Niemand darf mit den Magiern sprechen oder ihre Artefakte und Ausrüstung berühren. Sämtliche Informationen über die Klinge und alle, die damit arbeiten, sowie die Bergungsoperationen sind streng geheim und werden nur im Bedarfsfall weitergegeben. Die Missachtung der Vertraulichkeit dieser Informationen zieht schwere Strafmaßnahmen nach sich. Ritterhauptmann Xavier. Oh, zu wissen. Ach, fand ich das ganz zu weit weg. Ja,
51 Crit. Oh. Ein schneller, fairer Kampf. Das war gut. Kiste? Wir gehen erstmal hier längs. Die Passage scheint aus einem alten Lehrbuch zu sein. Nach dem Fall des Dunklen erlebte das Tal eine kurze Phase des Friedens. Nur wenige sahen eng einen Grund für einen neuerlichen Besuch an, nachdem Verus besiegt worden war, denn alle waren der Ansicht, dass es nirgendwo auf der Insel etwas von Wert gäbe. Das änderte sich jedoch abrupt mit der Entdeckung der Mana-Quellen. Der noch junge König Vankalor erkannte die Bedeutung der Entdeckung und setzte rasch eine Abordnung seiner besten Truppen zur Insel in Marsch. Ihr Auftrag lautete, mit dem Bau eines Außenpostens an der Küste zu beginnen, den Vankalor Anspruch auf die ganze neue Grenze untermauern sollte. Zunächst ging die Arbeit nur langsam voran, da die Arbeit von den dort heimischen Tieren, von denen sich einige von Mana nährten, drangsaliert wurden, was zur Verzögerung führte. Als die ersten Außenposten standen, war der Außenposten betriebsbereit. Das nächste Mal, wenn wir im Dungeon sind, dann werden wir es so machen, dass wir werde ich die ganzen Chroniken sammeln und erst dann werden wir das durchlesen. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Na, viel mehr gibt es ja nicht zu entdecken. Die Werkzeugbank und gucken, ob wir noch etwas Neues bauen können. Na, uns fehlen noch ein paar Zutaten. Was könnten wir bauen? Das wäre dann... Physische Abwehr, Ausdauer. Ja. Wir fehlen uns ein paar Zutaten. Wir haben nicht. Ne, gut. Schwarz, würde ich sagen. So, wir gehen nach oben und besuchen jetzt den Final Boss. Der muss ja da hinten irgendwo zugegen sein. Dumm, die dumm, die dumm. Wir haben ja noch einen Stärkungstrank. Den können wir aber erst benutzen im Kampf, glaube ich. Wo wird das nix? Nicht schlimm, aber. Wo können wir den nicht benutzen? Noch einen kurz. Ach, da oben sind noch zwei Schleimis, die können wir nochmal killen. Die müssen wir eh durch. Und von daher. Werden wir die wohl maßrichten? Versuchen wir mal schnell zu killen. Vielleicht klappt das ja. Klappt nicht. Der wird einfach einen Schlag wieder nutzen können. Ja, komm nicht rum. Das macht nichts. Ja, doch. Leben. Okay. Immer dasselbe. Immer schlappen. Ach so, wir haben ja gerade eben irgendwelche Heldenvorteile geschafft. Da können wir mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. So, da Vorteile. Vorteile da. Ah, guck mal. Da kann man sich auswählen, was man werden will. Wir wollen Beschützer. Ah, okay. Brecher. Verstärkte Knöchel. Steigert die Crit-Chance um... Steigert die Eile um 2. Steigert die Angriffskraft um 3,75. Aber 0 von 6 Punkten. Also ich kann... Ah, okay. Warte, nein, bleib drin.
Die können wir jetzt hier aussuchen. Okay. Beginnt die Schlacht mit 13% Eile für erste Aktion. Streuschuss fügt dem Norden zusätzlich 4 Schaden zu. Nachdem man einen Crit aufgenommen hat, steigert sich für eine Aktion die Abwehrstärke 25. Ist auch nicht schlecht. Machen wir erstmal. Mal erstmal hier. Das sind nur die Angriffskraft. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Mal natürlich anders machen. Warte mal. Wir machen mal das hier, Vergeltung. Und. Steigert die Eile. Steigert die Ausdauer um 4,6. Die physische Abwehr. Ausweichchance. Oh ne, das wollte ich gar nicht. Okay, haben wir das drin und das drin. Lassen wir mal, gehen wir mal weiter zu Garrison. Was hat er? Hat er auch 6 Punkte. Die übrige Crit-Chance, warum nicht? Er hält bei Garrison am Ende der Schlacht 18 Lebenskraft. Finde ich auch nicht verkehrt. Steigert die Angriffskraft um 3,75. Steigert die Kraftreserve, die von Kriegslinien verbraucht werden, um 40-60. Steigert den Schaden von kritischen Treffern zusätzlich um. Beginnt die Schlacht mit 10% Angriffsstärke für eine Aktion. Achso, über Wanderer. Steigert die Eile. Chance. Wenn Sammelstreichkrit ist, gibt es zusätzlich 20% Eile, was den Betrag von 10 auf. Okay. Man kann bis zu 10 Kreise aus einer Schlacht zur nächsten. Steigert den Eisbonus um. Okay, wir machen erstmal, dass ich wieder Energie bekomme zum Schluss. Und machen den das Ding auch am Anfang. So. Steigert die Crit. Steigert die physische magische Abwehr. Steigert die Angriffskraft. Also bei dem würde ich Angriffskraft gerne steigern, weil er einfach schon allgemein sehr viel Power hat. Okay. Gut. Blende. War schon mal sehr gut. So, versuchen wir ihn mal zu killen hier nochmal. Gucken, ob es irgendwelche Auswirkungen hat. Bei ihm nicht, aber die Angriffskraft von dem Kalibretten müsste höher sein. Weiß ich jetzt nicht genau, wie ich auf Waffen spezifisch wieder mit vorher zugeschlagen hat, aber anscheinend ist es ja so. Von daher. Einfach erschlagen. So, hier ist die große Tür. Soll ich mal gucken? Speichern und haben, aber wir brauchen nicht speichern, wir gehen direkt rein. Jetzt wird's spannend. Oh Gott, die Tür geht schon so abgefahren auf. Ein und sämtliches Mana Vision, nur einmal nutzbar. Müssen wir das machen? Ich meine, wir sind ja schon fast geheilt. Ich sag mal nein. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zu wissen, dass vor dem Boss sowas bekommt. Okay, es ist nur einer, es sind ein paar. Wie der Boss aussieht hier. Die Kreatur sieht besonders gefährlich aus. Das stimmt allerdings. Eieiei. Ein paar Schwerter hat er zumindest. Klingernunhold. 509 Energie. Also gehen wir es an. Angreifen, heilen. Und Schaden neben all das baut den Superkraftbalken der Gruppe auf. Sobald der Balken für deine Superkraft vollständig aufgeladen ist, kann ein beliebiger deiner Helden seine ähnliche Superkraft einsetzen. Okay, machen wir doch mal. Ist das schon aufgeladen? Läutern? Das klingt nicht so cool. Was passiert bei Läutern? Heilt bei jedem Runden sekundäre Lebenskraft und entfernt jeweils 2. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Und machen. Okay, machen wir hier. Wir müssen da ordentlich reinhauen. Und den. Für Superkraft.
mit 65 nachhaltigen Schaden zu und lässt das Ziel über 3 Runden hinweg für 33 Schaden bluten. Und zwar ohne Schadensminderung. Das würde ich sagen, hauen wir aber ihn rein. Okay, noch eine Superkraft können wir bei ihm jetzt nicht nutzen, aber sie hätte was für eine? Mit einem Schutzschild, ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, also wir machen ein Faustbeben und hauen das darauf. Viel Schaden machen wir da gerade. Weil wenn der zuhaut, glaube ich, haut das richtig rein. Ah, ich bin schon wieder. Okay, ordentlich. Okay, jetzt mal reingekotzt. Jemanden heilen, dann einen kleinen Mann da unten heilen wir mal. Oh oh, jetzt geht's ab. Scheiße. Ich wusste es. Boah, der ist gut. Ja, okay. Aber mein kleiner Mann ist nicht mehr ganz so. Moment, über 2. Machen wir einen Schütze zu einem. Sehr gut, dass das Schutzschild da war. Aber jetzt kriegen wir dich mit Penner. Weil du was Schmerzen sind. Vielleicht können wir die Schwerter ja nehmen. Das wäre ganz cool. Ei, 306 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Und eine gute Beute irgendwie. Die Klinge, die sie aus diesem Ding gezogen haben, war ein Artefakt. Hier geht's um mehr als nur ein paar rege Banditen. Der entkommende Bandit hat bei seiner Flucht dieses Abzeichen verloren. Habt ihr so eins schon mal gesehen? Ich jedenfalls nicht. Sieht so aus, als würden wir Grimbart noch einen Besuch abstatten. Würde ich auch sagen. Gut. Dungeon abgeschlossen. Der eiserne Außenposten. Ein versteckter Schatz. Kommen wir hier hoch? Einmal rote verrostete Klinge. Kann man mehr zu finden? Anscheinend nicht, aber wir schauen mal, was diese verrostete Klinge uns so zu bieten hat. Gar nichts. Solange sie in deinem Besitz ist, kannst du
Leise flüstern ihre Sehnsuchtshörner zu ihren Gebieter zurückzukehren. Guck mal, wem die gehört. Ein Geheimnis lag im Schatten aus dem eisernen Außenposten. Öffnen. So richtig viel haben wir jetzt nicht bekommen. Aber immerhin sind wir weit gekommen. So. Wenn ich mich zurück zu Grimbad mache, was ihr ja nicht sehen müsst, würde ich. Hier, kann ich es noch benutzen jetzt hier? Ah, ich konnte den Dungeon verlassen. Guck mal. Verlassen wir den Dungeon und ich sage zu euch erstmal ja, tschüss und danke fürs Zuschauen.